Und die geheime Zusatzkarte ist... So, herzlich willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Und das ist das Secret Lair Happy Yagle Day in der Foil Edition. Das ist das neueste Secret Lair, was jetzt ausgeliefert wurde von Wizards. Ich glaube, es kam an am 12.12.2020. Und wir schauen uns direkt mal an, was da so drin ist. Also ja, die ganzen Yagle-Kreaturen. Aber ob da auch vielleicht eine coole Extrakarte bei ist oder ob es ein Planeswalker aus War of the Spark ist. Happy Yagle Day Foil Edition. So, dann schauen wir mal rein. Wir gucken uns erstmal die Yagle-Bilder an. Karten. So, es sind glaube ich 4 oder 5. Das hole ich hier auch nochmal raus. Ja, das geht sehr einfach. Und dann geht's los. Ich glaube, die beste Karte ist direkt oben. Das Foiling, ja, ist über die ganze Karte, so ein Rainbow Foiling. Swords to Plowshares für ein Mana, Exile Target Creature, and Controller gains life equal to its power. Der beste ist der Removal. He stood transfixed, able to do nothing but ponder a life of peace and redemption in both the worst 5 minutes of his life. Ja, hier beschreibt der Flavortext gerade, wie sich der Yagle fühlt, als er so ein Sword durch den Kopf bekommen hat. Es waren die schlimmsten 5 Minuten seines Lebens. Was sagt man zum Artwork? Ist halt so ein Yagle. Also ich meine, ich kannte den noch gar nicht, bevor er halt jetzt in dem Secret Lair kam, weil ich zur Dominaria-Zeit nicht gespielt habe. Aber ich finde es so ganz lustig. Okay, Sword to Plowshares. Dann haben wir Opt. Eine Karte, die immer gespielt wird. Für einen Mana kannst du einen scryen und eine Karte ziehen. The choice isn't whether to eat, but when to stop. Also sehr philosophisch. Im Hintergrund ist noch so ein Zauberer. Also die Frage ist nicht, ob du essen sollst, sondern wenn du aufhörst. Dann haben wir Fatal Push. Okay, lustig, das ist das gleiche Artwork eigentlich, wie es in echt ist. Da wird jemand gestoßen. Nur der schubst, ist tatsächlich der Yagle. Finde ich sehr lustig. Für einen Mana zerstöre eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder weniger. Oder für 4 oder weniger, wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, diesen Zug das Spiel verlassen hat. Ja, das Foiling, ich bin nicht der größte Fan von dem Foiling, weil es einfach alles glitzert. Und dann haben wir noch Anger of the Gods, 3 Mana, rote Hexerei. Anger of the God deals 3 damage to each creature. If a creature did damage, the way would die this turn, exile instead. Also fügt 3 Schaden jeder Kreatur zu. Wenn die Kreatur das Spielfeld verlässt, dann kommst du ins Exil und nicht auf den Friedhof. Diese Kleriker zu essen, könnte eine schlechte Idee gewesen sein. Ja. Also, ach, da ist noch eine 5. Karte. Okay, Explore. Für 2 Mana, you may play an additional land this turn. Du kannst eine extra Landkarte diesen Zug spielen und eine Karte ziehen. Ja, das, also ich finde... Einfach schön, dass es von jeder Farbe eins gibt. Die Artworks sind wirklich lustig. Das Foiling ist okay. Das ist, glaube ich, die stärkste Karte. Dann die beiden, dann der und hier Anger of the Gods ist mehr so ein Gimmick. Und die geheime Zusatzkarte ist... Ja, Venerated Fire Mage. Jo, nicht der beste legendärer Planeswalker. Jaya. If another red source you control would deal damage to opponent or player deals that much damage +1. Okay, also ein Planeswalker. Abonnieren, liken, Kommentar da lassen. Ich freue mich drüber und danke fürs Zuschauen. Euer Patrick.